hoffe, ihr kennt das Tablett für seine Portion. Okay, alles klar. Schönen guten Tag auch von mir. Ich stelle mich mal kurz vor, ich heiße Lars Albrecht, ich komme aus Gladbeck, bin Autor. Hauptberuflich eigentlich Mathematik- und Physikstudent, also die meisten Leute verstehen dann immer, wieso ich auf den Durchbruch als Autor hoffe. Weil mit Mathe und Physik kann ja außer mir fast keiner was anfangen. So, ich habe eigentlich angefangen mit einem Fantasy-Roman namens Die Dämonenritter, habe seitdem aber hauptsächlich satirische Kurzgeschichten verfasst. Und von denen wollte ich Ihnen heute mal ein paar vorstellen. So, ich würde mal sagen, ich fange mal an mit meiner allerersten. Die brauche ich gar nicht zu lesen, die kenne ich auswendig, weil ich die schon so oft vorgetragen habe. Hat den einfachen Titel Gefängnistür. Verbissen und mit aller Gewalt widersetzte Max Meyer sich den beiden Polizeibeamten, die ebenso gewaltsam an ihm zogen und zehrten. Er wollte auf keinen Fall dorthin, wo sie ihn hinbringen mussten, doch allmählich ließen seine Kräfte nach, weshalb er sich nicht mehr lange zur Wehr setzen könnte. Mit seinen 1,99 Meter, seinem kahlrasierten Schädel und seinen tätowierten, muskulösen Oberarmen war Max eigentlich niemand, mit dem man sich gerne anlegte. Doch die Polizisten waren erstens zu zweit. Zweitens waren sie auch beide überdurchschnittlich groß. Drittens waren sie beide im Nahkampf erprobt und viertens gehörten Leute, die Max aussahen, zu ihrem Alltag. Deshalb schüchterte sie seine Erscheinung nicht eine Sekunde lang ein. »Lasst mich los, ihr Scheißbullen!« schrie Max seine Gegner an, was ihm aber auch nur einen Stoß mit dem Ellenbogen gegen die Rippen einbrachte. »Ihr dreckigen Ärsche!« beschimpfte er sie daraufhin keuchend. Die Antwort fiel so ähnlich aus wie die letzte, nur stieß der Ellenbogen diesmal gegen seine Rippen. Gegen seine Schläfe. Von diesem Treffer benebelt sah Max anstelle von Sternen vor seinem geistigen Auge, wie es hierzu gekommen war. Nach der Beweisaufnahme erhob sich zunächst der Staatsanwalt. »Hohes Gericht, werter Verteidiger, der Angeklagte ist schuldig gemäß Paragraph sowieso irgendein Absatz.« Max war kein Jurist, deshalb hat er sich nicht merken können, was für Zahlen sich die Anwälte und der Richter um die Ohren gekloppt haben. Der Staatsanwalt setzte sich wieder und Max Verteidiger erhob sich. »Hohes Gericht, werter Herr Staatsanwalt, die Schuld meines Mandanten ist ja leider zweifelsfrei bewiesen und an seiner Zurechnungsfähigkeit gibt es genauso wenig zu rütteln. Aber es herrschen mildernde Umstände gemäß Paragraph bla 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 Absatz was weiß ich. Außerdem bitte ich um Nachsicht, weil mein Mandant noch nicht vorbestraft ist und weiterhin, weil er eine schwere Kindheit hatte.« »Herr Meyer«, wurde Max vom Richter direkt angesprochen, »Sie haben das letzte Wort.« Max antwortete überstürzt, weil ihn die Worte seines Verteidigers verwirrt hatten. »Wie kommen Sie darauf, dass ich eine schlechte Kindheit hatte?« Die drei Juristen tauschten überraschte Blicke, ehe der Staatsanwalt zu erklären anfing: »Sie sind ein nicht geisteskranker Gewaltstraftäter, dann hatten Sie auch eine schlechte Kindheit.« »Genau, das versteht sich doch von selbst«, stimmte der Richter zu, ehe er sich mit den Schöffen zur Beratung zurückzog. »Dietmar, ich frag gleich ab, nicht reden!« »Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil«, verkündete der Richter irgendwann. »Der Angeklagte wird mit einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren belegt. Gegen dieses Urteil gibt es Rechtsmittel, die aber vollkommen zwecklos wären. Gerichtsdiener, abführen.« Es könnte auch sein, dass der Richter nicht wortwörtlich das gesagt hat, aber zumindest war es Max so vorgekommen. Und heute stand er im Eingang der Justizvollzugsanstalt und wehrte sich verzweifelt gegen zwei grausame Polizisten, die ihn seinem unseligen Schicksal übergeben wollten. Und das, obwohl er doch so viele Hobbys hatte. Zweimal pro Woche macht er Kraftsport, einmal pro Woche ging er schwimmen. Er hatte eine riesige DVD-Sammlung und die neuesten Spielekonsolen und genügend Zeit, von beiden regelmäßigen Gebrauch zu machen. Darüber hinaus hatte er sich an wirklich gutes Essen gewöhnt und was am schlimmsten war, er würde seine Freunde für eine lange Zeit nicht zu Gesicht bekommen. Wie sollte er bloß die Zeit ohne all dies überstehen? Die Drecksbullen stießen Max vorwärts, woraufhin dieser stolperte und stürzte. Der schmerzhafte Aufprall riss ihn aus seinen Gedanken. Diese Gelegenheit, in der keiner der Beamten Hand an ihn anlegte, wollte er schon nutzen, um aufzuspringen und trotz seiner gefesselten Hände zurückzurennen. Doch allem Anschein nach war es dafür schon zu spät. Der Schlüssel für seine Handschellen landete neben Max auf dem Asphalt und hinter ihm fiel eine Gittertür zu, die ihn nun von den Beamten trennte. Mit den Nerven völlig am Ende warf Max noch einen sehnsüchtigen Blick zurück. Durch das Gitter schrie ihn nun einer der Beamten an: »Du hast deine 15 Jahre abgesessen! Du bist jetzt wieder ein freier Mann, finde dich damit ab! Oder begehe noch ein Verbrechen!«
Max schloss seine Handschellen auf und musste automatisch an die Bibel denken. Denn ganz genau so mussten Adam und Eva sich auch gefühlt haben, als Gott sich aus dem Paradies vertrieben hatte. Schon mal danke fürs Zuhören. Jetzt bin ich ein bisschen verunsichert. Die gehört eigentlich so zu meinem Besten und dann so einen reinen Höflichkeitsapplaus, das hatte ich eigentlich nicht erwartet. Naja. Gut. Ich kann bestimmt noch eine Schippe drauflegen. Die nächste Geschichte, die ich vorlesen wollte, kenne ich nicht mehr auswendig, die muss ich also wieder vorlesen. Hat den Titel Der Intolerante. Ziemlich nervös klopfte Frederik Schulz an diesem Morgen an die Bürotür seines Chefs Herrn Schneider. Was dieser von Frederik wollte, hatte er nicht gesagt, aber er hatte ungewohnt ernst geklungen, als er ihn in sein Büro bestellt hat. Herein, kam die gedämpfte Antwort von innen. Frederik öffnete die Bürotür und trat ein, wie geheißen. Ah, guten Morgen, Herr Schulz, begrüßte Herr Schneider immer noch ernst. Bitte, setzen Sie sich. Morgen, Herr Schneider, sagte Frederik und setzte sich auf den Stuhl vor dem Schreibtisch seines Vorgesetzten. Herr Schulz. Herr Schneider sah Frederik über den Rand seiner Brillengläser hinweg mitleidig an. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass sich Ihr neuer Mitarbeiter über Sie beschwert hat. Wer? Fragte Frederik überrascht, obwohl es nur einen neuen Mitarbeiter gab. Herr Schröder etwa? Worüber denn? Frederik meinte diese Frage ernst, er hatte nämlich definitiv nichts verbrochen. Er sagt, Sie hätten sich ihm gegenüber feindselig verhalten. Und hat er das auch näher erläutert? Wollte Frederik wissen, in der Hoffnung, dass sich dadurch herausstellte, dass Herr Schröder jemand anderen meinte. Ja, das hat er sogar, antwortete Herr Schneider und lehnte sich in seinem Chefsessel zurück. Ihnen ist doch sicher aufgefallen, dass Herr Schröder homosexuell ist. Ja, antwortete Frederik zögerlich. Herrn Schröders Homosexualität war unmöglich zu übersehen. Immerhin hatte er zu seinem Einstand eine Flasche Prosecco mitgebracht, er hatte ein rosa Polohemd getragen und er sprach und bewegte sich wie ein Comedian, der einen Homosexuellen darstellen wollte. Obendrein hat er sich mit den Worten vorgestellt: Hallo, ich bin Jimmy Schröder, ich bin schwul und Ihr neuer Mitarbeiter. Und Sie sollen sich abwertend über seine sexuelle Orientierung geäußert haben, erklärte Herr Schneider. Habe ich nicht, widersprach Frederik wütend. Man konnte ihm ja viel nachsagen, aber das stimmte wirklich nicht. Vielleicht sollten wir Herrn Schröder einfach dazu holen, sagte Herr Schneider missbilligend den Kopf schüttelnd. Kurz darauf betrat Herr Schröder, der heute ein Hemd mit Regenbogenmuster trug, das Büro und nahm neben Herrn Schneider Platz. Herr Schröder, würden Sie bitte noch einmal wiederholen, was Sie mir erzählt haben? Bat Herr Schneider. Herr Schröder nickte, schluckte, holte tief Luft und begann dann zu erklären: Als ich gestern meinen Einstand gefeiert habe und mich meinen neuen Kollegen vorgestellt habe, kam Herr Schulz als Dritter oder Vierter zu mir und sagte dann: Schön, Sie kennenzulernen, auf gute Zusammenarbeit. Und dann wollte er mit mir anstoßen. Herr Schulz, richtete Herr Schneider wieder das Wort an Frederik. Was haben Sie dazu zu sagen? Ich warte immer noch darauf, dass mir jemand erklärt, was ich denn Schlimmes gesagt haben soll, antwortete Frederik. Haben Sie Herrn Schröder etwa nicht zugehört? Fragte Herr Schneider empört und verwirrte Frederik damit noch mehr. Doch, das hab ich. Ich war sogar bei diesem Gespräch dabei, deshalb kann ich Ihnen versichern, dass ich sonst nichts weiter gesagt habe. Hat das etwa noch nicht gereicht? Wollte Herr Schröder wissen. Was wollen Sie eigentlich von mir? Stellte Frederik eine Gegenfrage. Erklären Sie mir doch einfach, was Sie an meiner Standardfloskel gestört hat. Dass Sie als Einziger in der ganzen Firma mich nicht für meine offensichtliche Homosexualität gelobt haben und mir auch nicht versichert haben, wie toll Sie es finden, dass Sie nun einen schwulen Kollegen haben. Warum hätte ich sowas sagen sollen? Ich finde das überhaupt nicht toll. Hätte Frederik eine Waffe gezogen und den anderen beiden Männern angedroht, sie an Ort und Stelle über den Haufen zu schießen, wären sie höchstens halb so schockiert gewesen, wie sie es im Augenblick waren. Aber bevor Missverständnisse aufkommen, fügte er stotternd hinzu, ich wollte nicht sagen, dass es mich stören würde. Mir ist das einfach nur egal. Herr Schneider zuckte auf seinem Chefsessel zusammen, so als hätte man ihm einen schmerzhaften Stromstoß versetzt. Was aber noch nichts im Vergleich zur Reaktion von Herrn Schröder war, der sich den Handrücken vor die Stirn warf und zur Decke starrte, wie eine Frau in einem uralten Theaterstück, kurz bevor sie in Ohnmacht fiel. Also etwa so. Haben Sie gerade wirklich gesagt, es sei Ihnen egal?
fragt Herr Schneider leise, so als hätte er Angst, belauscht zu werden. Ja klar, bestätigte Frederik. Andere neue Mitarbeiter habe ich auch nicht dafür gelobt, dass sie auf Frauen stehen. Herr Schneider schüttelte schon wieder den Kopf. Dann sah er Frederik enttäuscht an, ehe er nochmal seinen Kopf schüttelte. Das hätte ich wirklich nicht von Ihnen gedacht, brachte Herr Schneider seine, wie Frederik fand, völlig unangemessene Enttäuschung zum Ausdruck. Ich habe wirklich gehofft, Sie würden sich entschuldigen und dann könnten wir es dabei belassen, aber scheinbar sind Sie ein hoffnungsloser Fall. In meiner Abteilung kann ich auf keinen Fall Intoleranz dulden, deshalb lassen Sie mir keine andere Wahl. Ich muss Sie abmahnen. Und Sie sehen zu, dass solche Beschwerden nie wieder vorkommen. Nicht mal 5 Minuten später befand Frederik sich wieder in seinem Büro und konnte noch immer nicht fassen, was da gerade passiert war. Er lief tatsächlich Gefahr, seinen Arbeitsplatz wegen angeblicher Intoleranz zu verlieren. Was für eine Schande, dass Leute, die ihre Mitmenschen nicht aufgrund von deren Sexualität beurteilen, heutzutage wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Danke fürs Zuhören. So, geht die Uhr da hinten richtig? Okay, ich glaube, 1 oder 2 schaffe ich dann noch, sofern Sie noch Lust haben. Ich frage lieber nicht, sonst finden Sie lautet die Antwort, nein, das will ich gar nicht hören. So, wie eben schon mal erwähnt, hauptberuflich studiere ich Mathematik und Physik. Und ich habe eine Weile lang versucht, eine Geschichte zu schreiben, wo ich dann jetzt mein Studium und mein Hobby als Autor kombinieren kann. Und dann ist mir die Idee wirklich förmlich zugeflogen im Fach Festkörperphysik, weil da ist uns über ein Experiment erzählt worden, für das man wirklich überhaupt kein Fachchinesisch braucht, was man wirklich ganz allgemein verständlich erklären kann. Und das, was bei dem Experiment passiert, das war mir persönlich tatsächlich eine Geschichte wert, zumal das, was ich jetzt gleich vorlesen werde, bis auf den Ich-Erzähler, den ich benutzen werde, den habe ich mir ausgedacht, aber der Rest ist tatsächlich so passiert. Der Titel lautet Jahrelang nur Pech. 1927 startete Professor Thomas Pahnel, mein großes Idol in Sachen Naturwissenschaften, an der Universität von Queensland in Brisbane, Australien, das sogenannte Pechtropfenexperiment. Ein Versuch, dessen Aufbau nicht einfacher sein könnte. Erwärmtes Pech in einen unten verschlossenen Trichter, Messbecher drunter, Käseglocke drüber und irgendwann würde man den Trichter öffnen. Dennoch erschlossen sich mir weder Sinn noch Zweck dieses Experiments. Auf meine Nachfrage hin erklärte Professor Pahnel schließlich, er würde damit beweisen, dass Pech, augenscheinlich ein Feststoff, in Wahrheit flüssig ist, was bedeuten würde, dass der Übergang von fest zu flüssig fließend sei. Was mir aber trotz des gelungenen Wortwitzes sehr schwer zu glauben fiel. Und das, obwohl Professor Pahnel mein großer Held war, bei dem ich enthusiastisch jeden nur möglichen Kurs besucht hatte, bei dem ich seit einem Jahr als Lehrassistent tätig war und dem ich bisher noch jedes seiner Worte geglaubt hatte. Selbst dieses eine Mal, als er am 1. April behauptet hatte, er hätte den Energieerhaltungssatz widerlegt, habe ich ihm geglaubt, obwohl es sich dabei um das wohl wichtigste und unumstößlichste Gesetz der Physik handelte. Hätte ich ihn nicht noch am gleichen Tag in seiner Sprechstunde gefragt, wie ihm dieses Wunder denn gelungen sei, wäre ich sicher immer noch davon überzeugt. Seine Worte, junger Mann, werfen Sie doch einfach einen Blick auf den Kalender, dann wird Ihnen das selber klar. Verfolgten mich noch jahrelang. Ich konnte einfach nicht fassen, dass ich mich vor meinem Vorbild dermaßen blamiert habe. Trotzdem hat er mich als Lehrassistent genommen, aber ich redete mir weiterhin ein, diese Peinlichkeit wäre der Grund dafür, dass Professor Pahnel meine Bedenken bezüglich seines Experiments ignoriert hatte. Weil niemand auf mich hören wollte, begann 1930 schließlich das eigentliche Experiment. Im Klartext heißt das, wir öffneten den Trichter und das Pech floss. Allerdings nicht gerade in Ström. Pech ist nämlich derart zähflüssig, dass erst im Jahr 1939 der erste Tropfen fiel. Leider aber zu einem Zeitpunkt, als sich keine Menschenseele im Labor befand, sodass niemand bezeugen konnte, dass der Tropfen tatsächlich bei Normalbedingungen gefallen ist. 1947 dasselbe Spiel. Wieder fiel ein Tropfen und wieder war niemand da, um dies zu beobachten. Ein Jahr später erlebte ich den schwersten Tag meines bisherigen Lebens, als Professor Pahnel das Zeitliche segnete. Bei seiner Beerdigung schwor ich, dass ich persönlich dafür sorgen wollte, dass der Erfolg seines Experiments schon bald beobachtet und dokumentiert würde,
selbst wenn ich dafür höchstpersönlich Tag und Nacht an diesem Pechtrichter stehen müsste. Allerdings ebbte mein Interesse langsam ab, nachdem ich die Realität eingeholt hatte. Natürlich konnte ich nicht Tag und Nacht in Professor Panels ehemaligem Labor verbringen, selbst wenn ich keine Familie gehabt hätte. Inzwischen hatte ich eigene Aufgaben und Projekte an der Uni. Erst als 1954 der dritte schon wieder ein Beobachtertropfen fiel, erinnerte ich mich an das Versprechen gegenüber meinem verstorbenen Idol, von dem ich trotz meines schlechten Gewissens immer noch nicht wusste, wie ich dieses einhalten sollte. Na gut, ich konnte vielleicht nicht pausenlos diesen Versuchsaufbau im Auge behalten, aber ich konnte mich zumindest dafür einsetzen, dass sich das Experiment nicht unnötig in die Länge zog, weil es im Labor zum Beispiel zu kühl wurde. Aufgrund dieser Bemühungen wurde ich auch schon bald an der ganzen Uni bekannt als der Trottel, der keine Klimaanlage will. Natürlich konnte ich mich da nicht durchsetzen. Die Klimaanlagen wurden überall installiert und der Begriff Raumtemperatur war nicht mehr der, der zu Beginn des Experiments war. So unglaublich oder unglaubwürdig es auch klingt, aber in den Jahren 1962, 70, 79 und 88 fiel jeweils noch ein Pechtropfen, doch nach wie vor hat nie jemand hingesehen, wenn dies gerade passierte. Allmählich zweifelte ich sogar daran, dass sich noch irgendjemand für dieses Experiment verantwortlich fühlte. Wie dem auch sei. Im Jahr 1990, als ich selbst schon stark auf die 90 Jahre zuging, konnte ich die Leiter der Fakultät für Physik davon zu überzeugen, Kameras an den Trichter herum aufzustellen, sodass dieser nun doch rund um die Uhr beobachtet werden konnte. Weil die Klimaanlage im Labor mit den Jahren aber immer leistungsfähiger wurde, dauerte es so lange wie nie zuvor, bis endlich der nächste Pechtropfen fiel. 12 Jahre. Kein Witz. Dieses Mal muss ich mich bis zum Jahr 2000 gedulden. Dass ich lang genug am Leben geblieben war, um von dem neuen Tropfen zu erfahren, grenzte an ein Wunder. Schließlich war ich zu diesem Zeitpunkt schon fast 100 Jahre alt. Leider ergab meine Recherche, dass dieser Pechtropfen bei einem Stromausfall gefallen war, sodass die Webcams gänzlich nutzlos gewesen waren. Und wieder kam mir meine Blamage zu Studienzeiten in den Sinn. Denn hätte ich Professor Panel nicht diese peinliche Frage gestellt, hätte er dann vielleicht auf mich gehört und eine andere Substanz genommen, statt dieser besagten, die ja schon Pech hieß? Danke fürs Zuhören. Ja, so, wenn ich das richtig sehe, ich glaube, eine geht noch, dann habe ich die halbe Stunde voll. Ist ungefähr genauso lang wie die letzten. Eine Frage vorab. Hat sich hier in dem Raum schon mal jemand außer den tatsächlichen Autoren schon mal überlegt, Autor zu werden, selbst eine Geschichte zu schreiben? Weil, wenn ja, machen Sie einfach. Ist irre einfach. Wie einfach erfahren Sie durch die Geschichte? So. Die 0815-Geschichte. Als ich meinen Job verloren habe, war ich anfangs fertig mit der Welt. Denn über 20 Jahre ist die Arbeit als Hausmeister im Filmstudio mein Leben gewesen. Es war alles andere als aufregend, aber ich hatte immer Spaß mit meinen Freunden und Kollegen. Manchmal auch mit dem weiblichen Reinigungspersonal, mitten während der Arbeitszeit, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber davon will ich jetzt nicht sprechen. Das ist nur eine weitere Sache, die ich ohne meine Arbeit vermissen werde. Nach 2 Wochen wurde mir aber klar, welche Chance sich mir damit bot. Mit meinen ehemaligen Mitarbeitern kann ich ja gerne weiter befreundet bleiben, aber ich habe endlich die Zeit, mir einen langjährigen Traum zu erfüllen. Weil ich in all den Jahren so viele Filmsets sauber gemacht und so oft nach den Dreharbeiten aufgeräumt habe, wollte ich eigentlich schon immer mal ein eigenes Buch schreiben, das verfilmt werden könnte, oder direkt ein Drehbuch. Stellte sich natürlich die Frage, was genau ich schreiben will. Eines war jedenfalls klar. Bevor ich eine Geschichte schreibe, mit der ich Literatur- oder Kinogeschichte schreibe, sollte ich erstmal ein einfaches Projekt starten. So etwas Typisches, was es schon 1000 Mal gab, was viele aber trotzdem für etwas vollkommen Neues halten werden. Wenn ich danach etwas Übung habe, schreibe ich was Bahnbrechendes. Aber an welches Genre sollte ich mich herantrauen? Mein letzter Film, der gedreht wurde, als ich noch meinen Job hatte, war ein Krimi. Vielleicht soll ich ein Krimi schreiben. Genau, das ist eine gute Idee. Krimis sind bestimmt leicht. Ich habe mindestens 100 Krimis im Fernsehen gesehen und bestimmt 60 davon liefen nach demselben Schema ab. Aber dazu später. Zuerst mal brauche ich einen Protagonisten. Der könnte zum Beispiel ein Detektiv sein. Detektive sind doch beliebt, deshalb ist die Palette an berühmten Detektiven auch so endlos lang. Sherlock Holmes, die 3 Fragezeichen. An wen könnte ich mir noch ein Beispiel nehmen? Oder ich nehme ein Beispiel an beliebten Polizisten.
Moment, gibt es nicht noch eine dritte Möglichkeit? Der Hauptcharakter muss doch jemand sein, der kriminologische Vorerfahrung hat und als Ermittler gewöhnt ist. Es könnte doch auch ein normaler Mensch sein, der persönliches Interesse an der Lösung des Falls hat. Verdammt, ich kann mich nicht entscheiden. Ich mache einfach alles drei gleichzeitig. Der Protagonist wird ein Detektiv, der mal Polizist war und ein persönliches Interesse an der Klärung des Falls hat. Und warum hat er ein persönliches Interesse daran? Vielleicht, weil sein Vater von dem gesuchten Mörder umgebracht wurde. Ja, genau, so mache ich das. Vor Jahren ist schon mal ein Mörder umgegangen, der auf dieselbe Weise gemordet hat. Und dabei ist auch der Vater von Gerd, dem Protagonisten, umgebracht worden. Die Polizei hat einen Verdächtigen in den Knast gesteckt. Der ist nun wieder auf freiem Fuß und das Morden geht weiter. Also geht die Polizei natürlich davon aus, dass derselbe Schuld hat. Nur Gerd hält den Hauptverdächtigen für unschuldig und das muss er nun beweisen. So. Mit der Haupthandlung bin ich eigentlich ziemlich schnell fertig geworden. Jetzt noch die Szene, in der der Mörder Gerd alles gesteht, alles erklärt, dann eine Prügelei und schließlich kommt der Richtige in den Knast. So könnte ich die Geschichte ja eigentlich lassen, aber ehrlich gesagt ist sie doch ein bisschen kurz. Ich brauche einfach noch eine Romanze ein und gut ist. So, jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der mein Meisterwerk produzieren will. Oder besser lasse ich vorher mal meine Freunde drüber lesen, ich bin ja immer so unsicher. Boah, wer hätte das gedacht? All meine Bekannten, ob jung oder alt, ob männlich oder weiblich, ob arm oder, ehrlich gesagt kenne ich nur arme Leute. Jedenfalls waren sich alle einig, dass meine Geschichte nichts taugt. Die sind wirklich so viel schlechter als all die anderen 0815-Krimis. Meine Freunde sagen einstimmig, ja, und wisst ihr wieso? Die sagen, Gerd hätte so gut wie gar nicht ermittelt. Es ist vollkommen unklar, wieso er denn von der Unschuld des Verdächtigen überzeugt ist. Es ist nicht nachvollziehbar, woraus Gerd seine Schlüsse zieht. Und der Täter hat überhaupt keinen Grund, am Ende alles zu erklären. Zusammenfassend, die Handlung ist unglaubwürdig. Ja, vielleicht sind Krimis doch nicht so einfach zu schreiben. Aber Fantasy-Geschichten, das kann bestimmt jeder. Und ich muss ja nicht mal viel ändern. Aus dem Mörder wird ein Monster oder ein Untoter. Ein Vampir. Genau, Vampire sind doch total beliebt. Und aus Gerd, dem Ermittler, wird Franziskus, der Monsterjäger. Genau. Das ist ein super Stilmittel, wenn der Monsterjäger wie der Papst heißt. Außerdem sind Monsterjäger doch auch total beliebt, wie eine Palette an solchen Filmen, Fernsehen und Büchern beweist. Van Helsing, Samuel Dean Winchester und so weiter. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, ob Franziskus Monster jagt, weil es sein Beruf ist, also weil man ihn dafür bezahlt, oder ob er dazu auserwählt ist. Soweit ich weiß, stehen Fantasy-Fans auf Auserwählte, wie bei Harry Potter, Star Wars, Matrix, die Dämonenritter. Ach, ich mache einfach beides. Franziskus jagt Monster für Geld und findet heraus, dass er auserwählt ist, um diesen Vampir zu vernichten. Dann kann Franziskus sich ja eigentlich auch in eine Elfe verlieben, statt eine normale Frau. Gut, die Beschreibung der Stadt muss ich eben noch schnell anpassen. Es muss ja eine Stadt im Mittelalter sein und nicht im 21. Jahrhundert, aber kein Problem. Was das Beste an meiner überarbeiteten Geschichte ist, wird die angepasste Kampfszene. Jetzt kämpfen nämlich nicht zwei Menschen, sondern ein Mensch und ein Vampir. Daraus lässt sich viel mehr machen. Kann doch nicht sein. Wie kann meinen Freunden denn auch die Geschichte nicht gefallen? Das sind doch zum Teil Fantasy-Fans. Haben die alle keinen Geschmack? Letzter Versuch. Der Name Franziskus bleibt jedenfalls. Aber Franziskus jagt kein Vampir, sondern was viel Schlimmeres. Das über die Kräfte und die Grausamkeit eines Vampirs weit hinausgeht. Nämlich einen Dämon. Aber weil Franziskus ja immer noch eine Chance haben muss, mache ich ihn selbst zum Vampir. Und der jagt diesen Dämon nicht, weil er ein so gutes Herz hat oder weil man ihn dafür bezahlt, sondern schlicht und ergreifend aus Rache. Als Franziskus nämlich noch gelebt hat, ist seine ganze Familie, bis auf ihn selbst, von diesem Dämon abgeschlachtet worden. Damit ist Franziskus immer noch ein Held, aber gleichzeitig ein Böser, der nur das noch viel Bösere bekämpft. Würde ein Vampir sich in eine Elfe verlieben? Das sollte ich vielleicht ändern. Nein, auf keinen Fall ändern. Vampire sind unsterblich, Elfen sind unsterblich. Wenn sich der Böse unsterblich und die Gute unsterblich ineinander verlieben und für immer miteinander glücklich bleiben, besser geht's doch gar nicht. Vor allem ermöglicht mir das unendlich viele Fortsetzungen. Wisst ihr, was meine Freunde dieses Mal auszusetzen hatten? Sie fanden die Geschichte langweilig, weil ich viel zu viel über die unsterbliche Liebe geschrieben habe, während man eigentlich den Kampf zwischen Franziskus und dem Dämon lesen will. Aber wenigstens meinen Freundinnen hat's gefallen. Einer von denen hat sogar ihren festen Freund verlassen, weil sie lieber mit einem Romantiker wie mir zusammen sein will. Also ich fasse doch mal zusammen. In meinem Buch geht es um einen Vampir,
Männer finden es langweilig, aber Frauen stehen zumindest teilweise darauf. Klarer Fall, an dem Buch kommt der Markt unmöglich vorbei. Danke fürs Zuhören. Ja, genauso wie alle anderen Künstler habe ich natürlich auch was zum Verkaufen mitgebracht. Wenn Sie einen armen, mittellosen Student unterstützen wollen, der wirklich nichts hat außer seinem Studienplatz und sein Hobby. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ich bin noch den ganzen Tag hier. Ansonsten schönen Abend und viel Spaß mit meinem Nachfolgekünstler. Ich weiß nur gerade nicht, wie du heißt. Die Arne Bliss. Bitte? Die Arne Bliss. Arne Bliss? Die Arne Bliss. Die Arne Bliss, okay. Okay, dann viel Spaß mit Diane Bliss.